Mein Kumpel, Bene, das ist so ein richtiger Hallodri. Und das mit 84. Letztes Jahr im Frühling, da schlug auch so richtig unsere Weide aus. Und bei ihm muss auch irgendwas passiert sein. Da ist er in so ein rotlichtiges Etablissement und wollte natürlich erstmal wissen, was das kostet. Rente ist bei ihm nämlich nicht so der Krache. Sagt die Freudenamsel am Tresen, 20 auf dem Teppich und 100 im Bett. Dann legt der Werner ein Huni auf den Tresen und die Dame meint, stimmt's, Opa, im Bett ist am schönsten. Darauf Werner, wieso Bett? Fünfmal Teppich. Letztens hatte mein Kumpel Willi ganz furchtbaren Durchfall. Da ist er zum Doc und hat ihn gefragt, kann ich mit Durchfall baden? Da sagt der Doc, ja, wenn Sie die Wanne damit voll kriegen. Kalle ist 65 geworden und ging zur Rentenstelle. Allerdings hatte er seinen Ausweis vergessen. Zum Beweis für sein Alter sagt die Beamtin, dass er sein T-Shirt hochziehen soll. Sie sah das graue Brusthaar und er bekam seinen Rentenausweis. Das erzählt er später der Bärbel, was seine Frau ist, und die schaut nur kurz vom Strickzeug auf und sagt, hättest du die Hose runtergelassen, hättest du gleich noch einen Behindertenausweis bekommen. Letztens war ich mit meinem Enkel am FKK-Strand. Da hatten wir ein Gespräch unter Männern. Fragt er, Opa, warum hast du so große Füße? Sag ich, weil ich so viel gelaufen bin. Fragt er, Opa, warum hast du so große Hände? Sag ich, weil ich schon so viel gearbeitet habe. Fragt er, Opa, warum hast du so einen großen Kopf? Sag ich wieder, weil ich schon so viel nachgedacht habe. Und da sagt der Bengel tatsächlich, aber Opa, viel Pipi hast du noch nicht gemacht.